Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, für mein Standard-Deck, wer auch immer Standard spielt, was laber ich? So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Diesmal ein kleines Review. Und zwar habe ich von Ultimate Guard Katana Inner Sleeves und die neuen Cortex Sleeves bekommen. Ähm, die habe ich schon ein bisschen länger. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ein Review dazu zu machen. Es tut mir leid. Äh, war ein bisschen sehr anstrengend letzter Zeit, aber was ich schon die ganze Zeit tun konnte, ist, ich habe die Cortex Sleeves, davon habe ich einen zweiten Packen da, da, da drüben ähm, mitbekommen. Äh, den habe ich die ganze Zeit schon gestaffelt und getestet und gemacht, getan, weshalb ich euch, glaube ich, jetzt schon relativ zügig ein cooles Review dafür machen kann. Gucken wir uns die ganzen Sachen mal an. Wir haben hier einmal die Inner Sleeves, klassisch in der Katana-Hülle so in dem in dem Stil. Äh, ist halt mit und Mantel, was ein Plastikommantel ist. Ähm, vielleicht kriegt es dafür irgendwann nochmal eine bessere Möglichkeit. Aber diese Inner-Sleeves, ja, die sind super, super klar. Sie sind ein bisschen bisschen dünner wie das, was ich gewohnt bin tatsächlich. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel so ein, so ein Language nehmen, tun wir mal rein. Super easy, slidet gut rein, slidet auch nicht so einfach wieder raus. sind wirklich, wirklich gute Inner Sleeves. Uh, zu Sleeves kann man nicht viel sagen. Sie, die Karten passen rein, die Karten sind stabil. Uh, sie sind nicht ganz so dick wie die von, von zum Beispiel anderen Herstellern. Aber das ist nicht schlimm, weil dadurch werden sie halt nicht komplett kaputt. Ich werde jetzt sie noch versuchen auseinanderzunehmen. Das geht relativ easy, aber das geht bei Innersleeves immer easy. Weil Sleeves selber halt nie so so stabil sein müssen. Sie müssen die Karten halten, sie müssen sie vor Dreck beschützen. Das können die und das können die sehr gut. Dementsprechend, ja, Inner Innersleeves, kommen wir hier mal wieder zu, sind jetzt nur noch 99. Aber das ist ja nicht schlimm. Bei den Cortex werden es auch nur noch 99 sein. So, packen wir die mal wieder hier rein. Inner Sleeves, check. Auf jeden Fall kann ich die auch sehr empfehlen. Habe ich jetzt aktuell mein Pioneer Deck drin eingesleeved. In die Katana Inner Sleeves, die ich noch hatte. Und äh, ja, genauso wie mit den Cortex Sleeves ähm, habe ich jetzt ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, dass ich halt die Matten bekommen habe von Ultimate Guard und nicht irgendwelche mit Farbe. Äh, und die Matten waren halt am Anfang so, dachte ich mir so, öh. Äh, wie kacke. Weil, ich war die Katana transparent. Also, hier unten steht nur transparent. Ja, die Katana transparent gedacht. Und die Katana transparent sind wirklich komplett transparent. Die hier sind tatsächlich matt. Und das hat mich richtig, richtig, richtig gefreut. Diese matten Inner Sleeves sind so schön, weil, auch hier, nehmen wir das Language, packen das da mal rein. Geht super easy rein, hat oben nicht ganz so viel Platz wie bei, bei anderen Sachen. Das sind wir bei Katana-Sleeves ja zum Beispiel gewohnt. Das machen die Cortex-Sleeves genauso. Die sind von der Größe tatsächlich, wenn ich es richtig gesehen habe, genauso. Jetzt ähm, noch eine Inner-Sleeve. Ganz schlimm, ganz verschwenderisch. Ganz verschwenderisch, dafür, Das Gefühl überall auf der Welt es super, super schwierig ist, an Inner-Sleeves zu kommen. Und Ultimate Guard tatsächlich damit keine Probleme hat, zumindest bei uns nicht. Äh, genau, hier eine weitere Inner-Sleeve. Packen wir die mal rein. Hier auch, sitzt wunderschön an. Und dann packen wir die in so eine Cortex. Und in dieser Cortex, also es ist halt super schön, vorne sehr, sehr klar, sehr, sehr sauber. Hinten dran eben dieses leicht matte, wodurch aber auch das Shuffle-Feeling tatsächlich ganz cool ist. Wenn ihr natürlich eine Farbe hinten dran habt, seht ihr euren Rücken nicht. Das Problem ist bei den Durchsichten, beziehungsweise auch bei denen hier, ihr müsst halt wirklich komplett Nieminde Karten haben. Wenn da irgendwo eine Ecke von hinten drauf ist oder euer Duel- schweige denn, ihr habt duelt, hinten drauf irgendwas zerkratzt ist oder ihr ein ne, ne goldrandiges Cradle benutzt oder ähnliches, hat das ja einen anderen Rücken, dann sieht man das leider direkt. Deswegen sind die selten turnierlegal. Ich finde sie aber tatsächlich ganz cool zum Schaffeln, ich finde sie ganz gut, um Sachen zu machen und äh, ja, es sind gute Sleeves. Die Cortex bewegen sich ein bisschen preishöher als das, was was ich sonst so gewohnt bin für 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 die, die Mittelklasse-Sleeves, denn die ersetzen nicht die Katana sondern die sind eine zusätzliche Sleeve, die wir haben jetzt auf dem Markt. Sie ersetzen, ich habe mal so, so, so eine Videoreihe gemacht von, von Sleeves und Inner Sleeves, die ich bewertet habe und da habe ich es von, von Ultimate Guard die UGX Classic oder so hießen die. Ganz, ganz schlimme Hüllen, ganz schlimme Hüllen, so 3,20 Euro Hüllen. Äh, die waren richtig Müll. Die hier sind ein bisschen teurer, die sind aber auch wirklich, wirklich gut. Also sie sind nicht ganz auf dem Niveau von den Katanas. Katanas sage ich ja bis heute, das sind die besten Sleeves für Shuffle Feeling. Es gibt nichts Geiles als Shuffle-Feeling. Das kommt hier nicht ganz so durch, es ist aber sehr, sehr gut. Das Material fühlt sich nur so an, als würde es nicht so lange durchhalten wie das von Katanas. Also grundsätzlich, sie sind, glaube ich, 3, 4 Euro günstiger wie die Katanas. Aber sie sind eben auch 3, 4 Euro schlechter wie die Katanas. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, für mein Standard-Deck, wer auch immer Standard spielt, was laber ich? Für, für, für mein Deck, für mein Casual-Deck und Ähnliches reicht mir das. Nutzt die. Ich kann die Cortex wirklich guten Gewissens empfehlen. Ich finde die gut. Ich habe sie auch benutzt. Mir sind, glaube ich, drei Sleeves insgesamt dann kaputt gegangen jetzt über die letzten drei Wochen dauerschaffling Das passiert halt mal. Wie gesagt, die Katanas sind ein bisschen besser. Schaut, was ihr haben wollt. Ich kann euch empfehlen, einfach mal zu testen. Das funktioniert bei den Cortex ganz gut. Die sind neu auf dem Markt. Vielleicht gefallen die euch besser. Jede Hülle hat seine Vorteile. Jede Hülle hat seinen Nachteil. Ihr kennt das. Ihr kennt meine Bewertungen dazu. Und wie immer bin ich... Bei sowas neutral. Auch wenn Ultimate Guard mir das zur Verfügung gestellt hat, sage ich zu den Sachen, zu den Produkten meine eigene Meinung und das, was ich daraus gefunden habe, das, was ich getestet habe. Dass zum Beispiel das Material nicht so geil ist wie das von den Katanas, würde ich niemals im Advertisement sagen von Ultimate Guard. Aber ich mache es einfach, weil es ist halt so. Also man merkt, dass das Material ein bisschen billiger ist, ein bisschen, bisschen abrutscht und so weiter. Ist halt so. Aber wenn ihr Mittelklasse haben wollt, Super. Die Katana in der Steves. Nichts dran zu meckern. Wenn ihr vorher irgendwie eine andere Marke benutzt habt, äh, probiert die aus. Die sind mindestens genauso gut. Sind ein bisschen dünner wie von anderen Herstellern, was jetzt nicht so schlimm ist, weil sie sollen ja nur Sachen abhalten, also Dreck abhalten. Und ja, haben halt diese Lasche unten dran nicht, die manche Hersteller haben. Aber das ist ja auch nicht so wild. Das gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, die das überhaupt nicht mögen. Und ja, ich durfte endlich mal ein Review machen. Vielen Dank nochmal an Ultimate Guard, dass ich mir das zugeschickt habt Und ich würde sagen, ich packe das mal zusammen. Äh, ich pack das noch nicht zusammen. Ich, ich, ich muss noch hier. Also, also, ich muss hier mal gerade ganz kurz eine Höhle zerstören. Ich habe noch gar keine Hülle zerstört. Ich muss ja noch, also Entschuldigung, ich war jetzt gerade schon abmoderieren muss ich das dann mitten reinschneiden. Und ihr seht schon. Mh. Also ich, ja, hier, also, hier ist die Naht und ich habe hier einfach die Hülle an der Front zerrissen. Ja, ihr seht, stabil. Jetzt habe ich es geschafft. Uh, stabil sind sie. Die, die sind stabil. Gut, uh, jetzt ist die große Preisfrage. Ich habe nicht nachgezählt, wie viele es jetzt sind. Ich gehe davon aus, es sind jetzt noch 99. Manchmal sind Hersteller, also gerade auch Ultimate Guard, dafür bekannt, mal ein oder zwei Sleeves mehr reinzutun. Das hoffe ich jetzt gerade drauf, damit ihr so anfangen könnt. Cortex Sleeves und Katana Sleeves an euch verlost schreibt mir irgendeinen Kommentar in die Kommentare. Ich werde in einer Woche eine Instagram Story raushauen, wo ich dann äh, kurz den Gewinner verlose. Und wenn ihr mir dann anschreibt mit eurer Adresse, kriegt ihr die beiden zugeschickt. Katana Inner Sleeves 99 Stück, mindestens 99 und Cortex Outer Sleeves in transparent aber matt auch 99 Stück. Die verschenke ich einfach an euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Like ciao, ciao.